Ich bin heute im Studio und wollte mich mal meinem Collagenprojekt widmen. Ich habe mein Notizbuch mitgebracht, in das ich Notizen im Collagenseminar eingetragen habe. Und ich möchte meine Notizen jetzt einfach erstmal nochmal alle durchgehen, um zu gucken, was bleibt jetzt hängen, wo will ich mich dran langhangeln. Und dann werde ich einmal das Bildarchiv, von dem ich euch erzählt habe, durchgehen. Ich habe nämlich alle Bilder schon mal ausgedruckt. Und zwar hier so in klein. Und mein Ziel ist es, die jetzt so ein bisschen zu sortieren und vielleicht so eine Art Moodboard zu machen oder so eine Art Storyboard. Und das einfach mit einzelnen Ideen und Notizzetteln, was mir zu den jeweiligen Gruppierungen einfällt, zu machen. Ich glaube, das ist ein guter erster Schritt, um mir einfach über dieses gesamte Archiv einen besseren Überblick zu verschaffen. Das kann ich immer besser, wenn ich das physisch vor mir habe, als wenn ich das nur auf meinem Bildschirm sehe. Und das werde ich jetzt mal machen. Es ist mal wieder niemand hier. Ich dachte safe, dass heute jemand da ist, aber nobody ist hier. Ich wollte euch aber noch eine Sache zeigen. Es gab eine Auflösung von einem Antiquariat hier in Kassel. Und eine Freundin von mir hat mir einfach ein Magazin mitgebracht. Venus 68. Und jetzt schaut mal diese Bilder an, die da drin sind. Das ist einfach Collagenhimmel. 275 Seiten Bilddokumentation über die Frau von heute. Also ich darf ja keine nackten Menschen hier auch zeigen, ne? Also das ist wirklich einfach nur der Hammer. Ich freue mich so sehr, daraus Collagen zu machen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und jetzt widme ich mich so ein paar Sachen, die einfach auf meiner To-Do-Liste stehen. Ich muss noch die Notizen aufschreiben für das letzte Buch, was ich gelesen habe, für das nächste Gelesen-Video. Das mache ich immer am liebsten genau, nachdem ich ein Buch beendet habe. Weil wenn ich mich am Ende des Monats hinsetze und alles rekapituliere, dann habe ich vieles schon wieder vergessen. Und deshalb mache ich das gerne so. Dann schaue ich nochmal in mein Notizbuch, weil ich mich jetzt heute so ein bisschen an die Planung von meinem Collagenprojekt setzen will. Einfach mal so ein bisschen anfangen zu planen, mein Pinterest-Moodboard zu erstellen und da so einen Schritt weiterzukommen. Vielleicht sogar erste Schritte einzuleiten, mal schauen. Das ist jetzt so der Plan für heute und ansonsten muss ich ja um 17 Uhr denn jetzt schon wieder weiter. Es ist jetzt auch schon 2:30 und das ist jetzt einfach stressfreier. Und ich freue mich, hier zu sein. Willkommen zu einem neuen Tag aus dem Studio. Heute ist Montag und ich starte die Woche direkt hier. Der Ausstellungskatalog ist jetzt im Druck. Da hatten wir heute Morgen jetzt noch ein paar kleine Probleme, aber jetzt sollte alles im Druck sein. Man unterschätzt einfach immer so, wie lange das dauert, wenn die Druckerei noch Rückfragen hat und so weiter und so fort. Aber ich hoffe, dass wir es jetzt hinter uns gebracht haben. Und jetzt den Rest des Tages möchte ich hier verbringen. Beziehungsweise will ich heute Nachmittag ein bisschen Adventskalender basteln machen. Das seht ihr dann aber in einem anderen Vlog und nicht im Studio Diary. Heute bin ich hier, um ein bisschen Content zu bearbeiten. Ich habe am Freitag eine Kooperation, da muss ich jetzt gerade einen Feedpost bearbeiten. Und ansonsten bin ich hier, um einfach so ein bisschen Orga zu machen, also meine Woche zu planen, die nächste Zeit zu planen. Es steht vor Weihnachten dann immer doch mehr an, als man denkt. Und ich habe jetzt noch so ein paar Kooperationen. Ich bin fertig und habe meinen Content zur Abnahme geschickt. Ich sehe richtig weihnachtlich aus heute, finde ich, weil ich auch mal rote Lippen drauf habe. Falls ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr es vielleicht schon mitbekommen. Aber ich habe ja letzte Woche auch schon einen Vlog gefilmt und einfach keinen Ton mitgefilmt. Deshalb hoffe ich, dass das jetzt klappt. Aber ich habe euch halt letzte Woche voll viel erzählt.
Es ist einfach kein Ton dabei, deshalb dachte ich, ich catch euch jetzt noch mal so ein bisschen ab. Ich arbeite ja jetzt wieder an dem Projekt Loch im Bauch, das den Tod von meinem Papa thematisiert, und habe euch im letzten Studio Diary auch schon erzählt, dass ich das alles ein bisschen experimenteller angehen möchte, so ein bisschen mehr in die Richtung, was kann Collage noch sein, gehen möchte, mehr in den Raum, Installationen, sowas alles mitdenken. Und ich habe letzte Woche angefangen, die Bilder, die ich alle habe, also das Bildarchiv, so ein bisschen zu sortieren und so ein bisschen zu schauen, welche Bilder könnten zusammengehen, wo habe ich irgendwie schon konkrete Ideen für, welche Bilder könnten im Hintergrund landen, welche Bilder könnten so eine richtig vordergründige Rolle spielen, in welche Bilder kann ich mich platzieren, ich mich persönlich. Und das hat schon richtig Spaß gemacht und mir auch schon wirklich ein erstes Gefühl dafür gegeben, was dieses Projekt sein könnte. Ich habe schon erst die Ideen dafür, was ich an Requisiten gebrauchen könnte und was ich mir zusammensuchen könnte, mit wie ich dann so ein Setup aufbauen kann. Und ich bin dann auch währenddessen immer auf Pinterest unterwegs, weil ich dort einfach immer super viel Inspo kriege und will mich aber auf jeden Fall so ein bisschen auf dieses Projizieren fokussieren. Also ich brauche auf jeden Fall auch einen Beamer und will damit so ein bisschen rumprobieren und da einfach gucken, wie ich dann im Endeffekt diese Installation zu Bild bringe, also wird es eine Installation im Raum, dass man das eben irgendwie ausstellt, oder wird das dann eher ein Foto oder eine Videoarbeit? Da bin ich gerade noch am Überlegen, aber das hat mir schon total viel gebracht jetzt letzte Woche, da einfach zu gucken, wie ich diese Bilder sortiere. Und ich glaube, an der Stelle werde ich dann auch erstmal ein bisschen weitermachen und vielleicht auch das an einem Fallbeispiel dann mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich das diese Woche schaffe, aber sonst nächste Woche, dass ich mir halt mal so 3-4 Bilder zusammennehme und wirklich so überlege, kann ich das schon mal so durchspielen. Das ist so mein Stand der Dinge an der Stelle. Und jetzt shoote ich noch ein bisschen Content für die New Company. Das hatte ich euch im letzten Vlog schon erzählt, aber ich habe jetzt wieder ein Paket von der New Company bekommen, weil ich wieder Teil der New Family bin. Ich freue mich voll. Und ich habe mir überlegt, dass ich mal, weil mein letztes Reel mich selber so inspiriert hat, dass ich die Sachen einfach mal scanne, diese Artikel, die da drin sind, und dann daraus so ein bisschen Content mache, einfach für die nächsten Wochen, dass ich so ein paar Assets habe und die einfach verwenden kann. Weil ich finde, da kann man halt, also die New Company Sachen sind halt so schön, die kann man so schön einfach zu Geschenken dazu packen. Und ich dachte mir, ich scanne die jetzt alle mal ein und stelle die dann frei über die nächste Zeit. Und dann kann ich damit vielleicht irgendwie so Stories machen oder so. Das war so meine Idee. Mal schauen. Willkommen zu einem weiteren Tag im Studio. Ich sehe heute eventuell ein bisschen anders aus als sonst, weil ich mich nicht selbst geschminkt habe. Ich war nämlich heute Vormittag beim Medaware-Fotoshooting als Model. Und ja, wenn einen andere Leute schminken, finde ich, sieht man immer komplett anders aus. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich bin heute im Studio und habe gerade Vlog geschnitten. Das hat jetzt erstmal gedauert, wie immer. Und ich habe noch nicht das Intro, ich habe noch nicht das Thumbnail und ich habe auch noch nicht die Timestamps gemacht, aber das ist erstmal jetzt egal. Ich habe jetzt erstmal geschnitten, das ist die Hauptsache. Und jetzt wollte ich mich der Examens-Orga widmen. Ihr wisst ja jetzt inzwischen, dass ich an der visuellen Identität für die Ausstellung gearbeitet habe, also Katalog, Plakat und so weiter. Und ich stelle aber auch aus, das heißt, ich stelle meine Abschlussarbeit How to be a Woman nochmal aus. Das dürfen eben alle, die absolviert haben in 2023 an der Kunsthochschule Kassel. Und ich weiß jetzt meinen Ort in der Halle, wo ich ausstellen werde, in einem wunderschönen abgetrennten Raum. Ich bin richtig froh, dass ich in der großen Dokumentehalle nicht im hinteren Teil der Halle bin. Für diejenigen, die die Dokumentehalle nicht kennen, ich blende euch mal ein Foto ein, weil da würde meine Arbeit verloren gehen, glaube ich. Und ich glaube, ich finde, das Kurationsteam hat das gut hingekriegt, dass ich halt meine Arbeit in einem Raum präsentieren kann, der nicht so riesig groß ist. Und ich weiß jetzt auch, wer mit mir in dem Raum ist. Und jetzt muss ich so ein bisschen organisieren, was brauche ich? Also was will ich wirklich ausstellen nochmal? Ich habe ja diese Arbeit schon mal ausgestellt, allerdings in 3 Räumen. Und jetzt habe ich eben viel weniger Platz.
Und ich will, dass meine Publikation weiterhin der Fokus meiner Ausstellung ist. Und ich überlege im Moment sogar, ob ich nur meine Videoarbeit und die Publikation ausstelle. Ich hatte ja noch Großcollagen. Ich hatte meine visuelle Research an die Wand gebracht. Und ich hatte eine Tischdecke bedruckt. Und das sind alles so Sachen, wo ich gerade nicht so sicher bin, ob das nicht überladen ist, wenn ich das alles ausstelle. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke und mit euch drüber spreche, glaube ich, dass ich sogar meiner Professorin nochmal eine Nachricht schreibe und eventuell frage, ob sie mich da nochmal beraten will, ob sie Lust hat, nochmal mit mir kurz darüber zu quatschen. Das könnte vielleicht sinnvoll sein, weil sie so am meisten in dieser Arbeit auch mit mir drin ist. Dann geht es daran, diese ganzen Sachen zu organisieren. Also dann brauche ich einen Bildschirm, ich brauche einen Beamer, ich brauche eine Sitzgelegenheit, damit sich Leute setzen können, um die Publikation anzuschauen. Und das muss irgendwie alles so ein bisschen organisiert werden. Und da wollte ich mich jetzt mal ein bisschen dran setzen. Also einfach Orga-Tag, damit ich da mal einen besseren Überblick habe und nicht so diesen Berg von, oh Gott, das musst du auch noch alles planen, vor mir habe. Aber als erstes schreibe ich jetzt, glaube ich, mal eine Mail an meine Professorin, ob die mich da supporten würde. Und ich hole mir noch einen Kaffee. Leute, es ist so eine Mess, weil die Folie so alt ist. Und ich stehe hier und friemel, aber es wird. Es ist Dienstag und der Ausstellungsaufbau steht an. Das fühlt sich ein bisschen verrückt an, weil ich mich unglaublich unvorbereitet fühle im Vergleich zum Sommer. Aber wir werden das schon irgendwie rocken. Eine Freundin von mir hat gerade mit dem Auto schon eine Säule mitgenommen, auf die ich den Beamer stellen werde. Und jetzt werde ich heute auf jeden Fall damit verbringen, die ganzen Bilder an die Wand zu bringen, die in meinem zweiten Raum, ich tue hier mal ein Bild hin, in meinem zweiten Raum verteilt waren. Heute werde ich mir überlegen, wie ich die aufhänge und so weiter und so fort und die hoffentlich so weit hängen wie möglich. Ich bin mal gespannt, wie die Stimmung so ist. Seit gestern ist Aufbau. Ich glaube, viele sind auch schon dabei. Ich fange jetzt heute an und mal gucken, wie weit ich komme. Aber no pressure. I'm trying. No pressure. Wie ihr mich überhaupt hört, weil in der Dokumentarhalle halt's noch mehr als in unserem Studio. Aber ich bin jetzt beim Aufbauen. Das kennt ihr ja schon, wenn ihr schon länger meine Videos schaut. Das hatte ich schon in meiner anderen Ausstellung. Das ist quasi meine visuelle Research und die kommt jetzt an diese Wand. Und ich kann euch mal zeigen, wie das hier aussieht. Also das ist quasi der Eingang und hier wird eine Arbeit sein. Ich glaube, hier auch noch eine Arbeit. In der Mitte wird eine Arbeit sein und dort hinten eben meine. Und das wird die Wand, wo die ganzen Bilder hängen. Ich hoffe, ich kriege das gerade hin, aber ich mache das einfach so Pi mal Daumen. Ich bin irgendwie, was so Printprodukte angeht, voll die perfektionistische Maus. Aber ansonsten bin ich so, wird schon. Und das wird auch schon irgendwie. Auf jeden Fall kommt hier die visuelle Research hin und hier ein Video, wie ich quasi durch das Buch blättere. Das habe ich euch ja schon gezeigt in einem der letzten Vlogs oder in diesem, ich weiß es gerade nicht. Es war einfach so peinlich, weil gerade der Kurator kam und er so gefragt hat, vloggst du? Und ich so, ja. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Hier habe ich jetzt angefangen, die Bilder an die Wand zu hängen. Ich fange unten an, weil ich dachte, dann habe ich nicht das Problem, dass ich nach unten irgendwann keinen Platz mehr habe. Hier an diese Wand werde ich ein Video beamen, wo ich das Buch durchblätter. Den Beamer kann ich mir aber erst heute Nachmittag ausleihen, deshalb muss ich das noch abwarten, bis ich den habe. Aber jetzt hänge ich erstmal weiter auf. Seid dabei. Thank you.
Morgen, ihr Lieben. Tag 3 vom Ausstellungsaufbau. Es ist noch nicht so viel passiert. Es ist super früh morgens und ich bin voll happy, dass ich so früh da bin, weil es ist noch niemand da. Und ich zeige euch jetzt mal den Stand der Dinge. Also das hattet ihr ja gesehen. Da werde ich nachher mal den Beamer draufstellen. Mal gucken, wie das wird. Als erstes werde ich jetzt diese Bilder alle noch an die Wand bringen. Hier unten so, weil die Bilder sollen so ein bisschen das Video rahmen. Und dann muss ich meinen Plot noch irgendwie an die Wand bringen. Und biggest fail of my life. Ich habe einfach falsch durchgeschnitten. Also ich habe hier durchgeschnitten, aber das und gehört halt noch dazu. Mal gucken, wie ich das rette. Aber das muss auch noch irgendwie an die Wand. Inzwischen Samstag und diese Ausstellungsaufbauwoche ist vorbei. Ich kann nicht glauben, dass das jetzt steht. Es ist jetzt auch alles soweit fertig. Ich habe es nicht mehr gefilmt, aber ich kann euch mal ein paar Bilder einblenden. Das Video ist jetzt an der Wand, da habe ich gerade noch ein paar Technikprobleme, weil das Video irgendwie nur pixelig übertragen wird und ich muss das Problem irgendwie morgen oder am Montag noch klären. Ansonsten ist aber alles fertig. Ich habe die Bücher noch mit so einem Stahlseil befestigt, einfach damit man sieht, dass man die nicht mitnehmen soll, sondern einfach nur angucken darf. Die Plots sind an der Wand und es steht alles und es passt jetzt alles auch so. Es war auch total, also es hat auch total Spaß gemacht. Auch wenn es super stressig war, war es einfach cool, so dieses Gefühl zu haben von, man macht irgendwie sowas zusammen oder... Alle stellen halt ihre Arbeit aus, aber trotzdem redet man ja immer miteinander über die Arbeiten, um den Raum möglichst gut zu nutzen. Also was kommt wohin, damit alle Arbeiten gut kommen. Es hat einfach irgendwie richtig Spaß gemacht und es ist mal wieder so ein Ding von, es war super anstrengend, aber es war halt auch super cool. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das wird. Ich zeige euch das natürlich auch dann nächste Woche, ich glaube im normalen Vlog, wie die Ausstellungseröffnung dann ist. Und wie die ganze Ausstellung dann wirklich mit BesucherInnen ist. Ich habe auch noch ein paar Fragen bekommen von einer Abonnentin auf Instagram. Und ich dachte, ich beende dieses Video, indem ich diese Fragen beantworte, weil es eben viel um den Arbeitsprozess in unserem Team ging für die Examensausstellung. Die erste Frage war, wie war eure Aufgabenverteilung im Team? Und ich würde sagen, am Anfang haben wir einfach alle zusammen überlegt, wie die Grafik aussehen soll. Wir haben mit dem Kurator gesprochen und so über das Konzept gesprochen und was da grafisch funktionieren könnte. Und dann haben wir uns ja auf dieses Konzept geeinigt, dass wir sagen, wir haben 3 verschiedene Praxen und wir wollen ein Plakat gestalten, auf dem man sieht, dass 3 verschiedene Praxen miteinander verbunden wurden. Deshalb konnten wir dann ganz gut uns auf unsere jeweiligen Wege, wie wir gestalten, fokussieren. Also Henning hat dann die Rahmen gebaut, die Patrick dann in Blender gebaut hat und Patrick hat viele Sachen einfach gerendert, die ich dann benutzt habe, um die Collage mit dem Rendering zu benutzen. Also das sind immer so Schritte gewesen, die so nacheinander passiert sind und immer weitergegeben wurden. Und so haben wir eigentlich die Aufgaben verteilt. Und ansonsten gibt es ja auch noch diese ganzen Projektmanagement-Aufgaben, die man ja immer unterschätzt. Also wir haben ja nicht nur gestaltet, sondern wir sind in Kontakt mit Druckereien gewesen, in Kontakt mit der Pressestelle, die uns da immer Auskunft gegeben hat, mit dem Kurator, mit der Stiftung, also alle, die irgendwie ihr Okay geben müssen. So dieses Projektmanagement, würde ich sagen, haben größtenteils Patrick und Henning gemacht. Also da, oder wir haben uns auch so aufgeteilt, dann schreibt mal eine Person die Mail, dann schreibt mal eine andere Person diese Mail,
Aber telefoniert hat viel Patrick. Aber wir sind da immer offen geblieben und haben eigentlich auch alle alles gemacht und dann halt immer kommuniziert, wer hat gerade Kapazitäten, was zu machen. Wie viele Entwürfe brauchte es vor der Reinzeichnung der Druckdatei? Wir haben super viele Entwürfe gemacht. Unsere Entwurfsphase haben wir auch zum Glück früh genug angefangen. Also wir haben einfach super viel ausprobiert, sehr viel auch ohne diesen Rahmen, den wir am Anfang hatten. Unterschätzt man einfach so krass, wie viel Testläufe es gibt, bevor es zu dieser finalen gestalterischen Entscheidung kommt. Wir haben sehr, sehr viele Entwürfe gemacht. Ich weiß, ich habe nicht mitgezählt, aber es waren bestimmt 15 bis 20 Plakate, die wir gemacht haben vorher. Gab es Probedrucke auf Originalmaterial? Das haben wir tatsächlich nur mit dem Raumplan gemacht. Den haben wir uns gestern nochmal in der Druckerei angeguckt. Einfach weil das Budget sehr, sehr eng ist bei solchen Geschichten und man dann leider oft auf Online-Druckereien zurückkommen muss und da bekommt man einfach keine kostenlosen Probedrucke. Also da muss man sich wirklich drauf verlassen, habe ich ein gutes Gefühl dabei, habe ich ein gutes Papier ausgesucht, habe ich die Datei richtig angelegt und dann einfach hoffen tatsächlich. Also wir haben keine Probedrucke machen können und gerade bei den Bannern, die halt einfach riesig sind. Also wir haben einen Banner, der ist 6 Meter mal 1,80 Meter und einen Banner, der ist 4 mal 2 Meter. Das sind dann schon, da schlackern einem schon die Knie so ein bisschen, wenn man das auspackt und vorher nie gesehen hat und gesehen hat, ob es funktioniert oder nicht. Genau, also dafür war einfach kein Budget. Ich habe auch noch nie erlebt, dass da Budget für war, einen Probedruck zu machen, leider. Ich würde gerne mal ein Projekt machen, wo ich einen Probedruck machen kann. Also beziehungsweise natürlich haben wir Probedrucke gemacht, um zu sehen, wie groß die Schrift ist, wie groß die Motive kommen auf einer bestimmten Größe, aber nicht auf Originalmaterial. Ist das Motiv komplett digital entstanden oder sind auch analoge Teilchen dabei? Ich finde lustig, dass du Teilchen gesagt hast, weil die Ausstellung ja Teilchen-Examen-Gezeiten heißt. Also meine Sachen sind alle analog. Ich habe alle meine Materialien analog gescannt. Ich habe aber auch viel online gesucht nach Material. Ich würde sagen, von mir die Parts, die in das Plakat mit eingeflossen sind. Und wenn man reinzoomt, sieht man auch, dass das analoge Sachen sind. Also ich habe das auch extra nicht so perfekt ausgeschnitten oder freigestellt, weil ich eben wollte, dass man diese Analogität der Sache noch sieht. Und das ist aber alles auch digital nachbearbeitet. Also das ist das Einzige, was analog war und der Rest ist alles digital. Das sind alle Fragen, die die liebe Carlotta hatte. Ich hoffe, ich konnte sie gut beantworten. Im nächsten Vlog, ist mir gerade aufgefallen, sehen wir dann auch endlich den Katalog. Der soll nämlich am Dienstag ankommen. Auf den bin ich auch so gespannt. Ich habe richtig Schiss, aber es wird schon irgendwie. Es wird immer irgendwie. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, beim zweiten Ausstellungsaufbau dabei zu sein, diese Ausstellung. Und ich freue mich, euch nächste Woche wieder mitzunehmen und auch im nächsten Studio Diary wieder mitzunehmen. Schaut gern auf Instagram vorbei, auf meinen beiden Instagram-Accounts, falls euch entweder kreative Sachen interessieren oder was ich sonst in meinem Alltag so treibe, dann nehme ich euch auf Instagram eigentlich jeden Tag mit. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.